Ja, muss doch mal mein Barca-Trikot raustun. Genau hier sind die Spieler reingelaufen, Leute. Wir haben einen Tag nach dem Clásico. Ich bin immer noch sehr, sehr enttäuscht. Aber heute machen wir eine Tour durch das Santiago Bernabéu. Ach, Real. Oh Mann, ey, die Niederlage schmerzt so. Das Stadion wird ja umgebaut, daher ist hier jeden Tag Baustelle angesagt. Ich gehe jetzt zu den Zuschauern vom gestrigen Stadionvlog. Die sind richtig korrekt. Let's go. Überall Bagger hier vom Stadion. Das Camp Nou wird ja auch bald umgebaut. Ich glaube, die zwei Stadien werden ultra sick. Wenigstens die Sonne heute draußen. Was geht ab, Jungs? Servus. Servus, Anton, hi. Was geht, Servus? Was geht? Bitte spar dir deinen Spruch. Alla Madrid und Vinicius Junior. Ich will nicht mehr drüber reden. Ja, Digga, zweite Halbzeit war halt komplett Katastrophe. Wir machen jetzt eine Stadiontour. Oh Gott, ganz viele Champions-League-Pokale kommen auf uns zu. Die meisten, ja. Das stimmt allerdings. Da sind die Stadiontour-Tickets, Zidane. Jetzt siehst du so viele Champions-League-Trophäen. Ich weiß selber. Digga, die mussten extra aufbauen für die Trophäen. Digga, safe, die haben so einen geilen Raum bestimmt. So Leute, ich muss die Tour mit meinem iPhone machen. Hier geht's los. Ich habe übrigens mein Barca-Trikot drunter. Ganz, ganz dünnes Eis. Und ich habe noch was dabei, schau mal. Ich muss ja die Ehre hier behalten bisschen. Ein echtes Camp Nou-Rasenstück. Das ist echt aus dem Camp Nou, ja? Das ist fresh, ne? Das ist besser als dein Bernabéu hier. Nein. Wir gucken uns jetzt erstmal die Trophäen an von Real. Das sind die alten. Ich will eigentlich nur Champions League sehen, Digga. Was anderes gewinnt ihr ja eh nicht. Oi, da war ein geiles Buch, Digga. Das Buch zum 50. Geburtstag. Das sieht gar nicht aus wie ein Buch. Aber das ist halt echt eins, ne? Krank. So sahen früher die La Liga-Pokale aus. Hier müssten eigentlich die ersten Champions League-Pokale quasi stehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, entweder sind die Schrott oder weg. Oh. Ja, ja, ja. Ronaldo sein Tor im Camp Nou. Asensio. Oh. Den ganz lässigen. Bei dem Spiel habe ich mich mit einem Realkumpel fast geschlagen. Ne, ohne Witz. Wir sind so richtig Kopf an Kopf und haben uns gegenseitig geschubst. Echt jetzt? Ja, und ist ein guter Freund von mir. Ja. Kein Spaß bei Klassikos einfach. Ach, ich will mir die Tore hier nicht ansehen. Das tut weh, Alter. Nach gestern vor allem. Das kann man Camus auch. Oh, Leute. Ich zieh echt gleich mein Barca-Trikot raus. Die Musik tut so weh in meinen Ohren gerade. Man muss schon mal eine Bernabéu-Tour gemacht haben, Leute. Auch als Barca-Fan. Ah, okay, hier kann man komplett durchscrollen. Oh, diese Truppe war legendär. Roberto Carlos, den habe ich auch mal getroffen. Bell, sein Tor, ja, Mann. Wo ist Cristiano? Wieso zeigen die nirgendwo Cristiano hier? Ja, das war auch legendär. Ah, da ist er. Cristiano, den vermissen wir hier. Real hat im Jahr 2000 die Trophäe bekommen für den besten Verein des Jahrhunderts. Legende. Ich bin echt gespannt, ob sie hier einen eigenen Abteil für Ronaldo eingerichtet haben. Müssen sie eigentlich. Der Pokal für die Club-Weltmeisterschaft, dann der spanische Ligapokal, Supercopa. Das sind die echten Kapitänsbinden von Ramos. Und der ist auch ganz frisch. Spanish Supercup 2020. Alter, was sind das denn für riesige Pokale? Er ist genauso groß wie Abu. Ey, Bro, du kannst da einziehen in den Pokal. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Hier kann man den ganzen Trainingsground und so von Real abchecken. Was ist hier? Ah, hier ist der Freizeitraum von denen. Das ist der Schwimmbad safe. Ja. Oh, geil. Oh. Die Wappenentwicklung. Wer wusste, dass Reals Wappen damals so aussah? 1902. Aber das sieht richtig komisch aus. Ich finde, dieses M sieht ein bisschen so aus wie bei Dragon Ball. Und bei Majin Buu und so. Kennt ihr das? Ja, ja, klar. Ja, ja. Alle sagen so, ja, ja, ja. Wahrscheinlich hat es keiner geguckt. Oh, Ehrenmann. Ja. Bester Mann. Die ganzen Taler hier von Real. Schaut euch das an. Überall Baustelle gerade hier. Hier saß auch Cristiano beim Clásico gestern. Der Frechdachs hat denen einfach Glück gebracht gestern, CR7, ne? Genau hier bin ich gestern hochgelaufen zu meinem Blog. Ich glaube, ich mache einmal gleich aus Prinzip groß in Bernabéu. Nein, das machst du nicht. Doch, Digga. Das ist das Einzige, was auch aufrichten kann. Bin da mal weg, ist. Jungs, ne? Ach, sogar zu. Ach komm, Alter. Nicht mal aufs Klo kann ich hier, ey. Mann. Let's go, Leute. Ach so, hier ist ja die VIP-Lounge. Können wir ja doch durch. Das Finale der Copa Libertadores war ja hier letztens. Ja, hier saß ja Ronaldo irgendwo, oder ne? Ronaldo ist hier safe gestern durchgelaufen. Safe? Oh, was guckst du denn danach? Oh, das ist ganz geil hier. So ein Tunnel, der aufflimmert. Guck mal, für euch Barca-Fans. Kommt jetzt bitte nicht so ein Klassiko-Bereich oder so. Digga. Jetzt kommen die 13. Oh nein, man muss das schon würdigen, muss man ehrlich sagen, das ist geisteskrank. Hier sieht es heftig aus. Hier kann man die ganzen Jahre antippen und die Legenden nachschauen von Real. Kroos, mit dem ich ja auch Bild gemacht habe. Der aktuelle Kader von Real Madrid. Jungs, kann einer kurz mal halten? Ich muss mal kurz was machen. Alle gucken mich bitte an. No respect.
Und hier geht's noch weiter mit den Spielern. Oh nein. Die ganzen Ballon d'Oros von allen Spielern von Real. Zinedine Zidane zweimal. Der dicke Ronaldo. Wo ist Cristiano? Hat er ein eigenes? Ja, fünfmal halt, ne? Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich kenne da jemanden, der einen mehr hat. Messi. Ja, okay, jetzt geht's los halt, ne? Cristiano. Oh, aber das sieht aber richtig geil aus, ne? Mit dem Bildschirm, der so durchgeht. Das sieht echt heftig aus, Leute. Ganz Wand ist voller Ronaldo. Hier nochmal Bota de Oro. Ja, auch als Barca-Fan muss man da Respekt zeigen, ne? The best goals of La Liga. Cristiano. Ich sag's euch ehrlich, sogar ich als Barca-Fan vermisse ihn hier unglaublich. Hier kann man noch einiges über die Gründung von Real nachlesen. Einfach durchscrollen hier über das Buch. Das sind diese Fangesänge von Real Madrid. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Das ist die Hymne von Real Madrid. Visca Barça, Visca Barça. Ey, ey. Das haben sie cool gemacht. Das ist eine nice Idee. I like. Ich sehe die Champions League Pokale. Das ist ja geisteskrank hier. Die Finaltrikots gegen Liverpool und hier gegen Atletico Madrid. Jetzt gehen wir in den ganzen Bereich. Zumindest von den Titeln her sind sie es auf jeden Fall. Alter. Bas hat nicht mal die Hälfte, Alter. Hört euch mal. Hier damals gegen Leverkusen die Trikots auch. Dieser Champions League Raum ist schon sehr, sehr insane. Wir können hier auch einmal an den Pokalen durchlaufen. Wahnsinn. Hier gibt es noch einen VR-Bereich. Bin ich mal gespannt. Setzen wir jetzt mal die VR-Brille auf. Ich bin auf den Wolken im Himmel, Digga. Und bei mir spawnt der Champions League Pokal und hier ist der Mond. Ich bin beim Champions League Finale, Digga. Das ist ja, als ob man selber da ist. Das war für mich bis jetzt das Highlight. Das hat ja ultra Spaß gemacht. Kann ich echt nur empfehlen, diese Stadiontour. Oh, das ist ja nice. Von weitem eindeutig Benzema. Und von nahem sind das alles kleine Fanselfies. Zusammengestellt zum Spieler. Ah, okay, Leute, man kann sogar selber noch ein Foto von sich schießen lassen. Real Madrid. Hier kann man sich dann gleich wieder die ganzen Tore anschauen. Der Fallrückzieher, heilige Jungfrau. Als ich ein Camp Nou die Tour gemacht habe, saß ich hier eine Stunde alleine. Obwohl ich alle Tore kenne. Weiter geht's. Ich freue mich schon mega auf die Kabinen und auf den Spielertunnel. Ehrenmann, Leute, mit Barca-Trikot. Wir können jetzt ins Stadion reinschauen. Uff, heftiges Wetter aber heute. Hier sind wir wieder. Ich kann es immer noch nicht fassen. Da ist immer noch Schmutz vom Clásico. Ah, wir sind sogar hier auf meiner Tribüne, Leute. Genau da oben saß ich gestern beim Spiel. Und hier seht ihr das Stadion. Oh, so ist es bei den Weitwinkeln, ne? Ja. Das ist ein guter Timeline. Nächstes Jahr Revanche. Messi. Die letzten Jahre haben wir immer gewonnen im Bernabeu, aber gestern sollte es einfach nicht sein. Also wenn ihr das Video seht, ist schon ein paar Tage her. Du musst ihn drücken oder wie, okay? Oh, noch ein Ehrenmann. Visca Barça. So sieht es in der Stadt aus, wenn Real Titel feiert. Alles voll. Hier kann man so Videos machen mit den Spielern. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Der hat uns auseinandergenommen gestern, ey. Mann. Das sind so mini-spanische Ligapokale. Wahrscheinlich für die einzelnen Spieler. Hier noch ein sehr historisches Trikot. Einfach nur clean weiß. Yeah. Es gibt das Gerücht, dass Ronaldo in der Kabine war gestern beim Clásico. Das wäre natürlich krass, wenn er da die ehemaligen Mitspieler motiviert hat. Der Pressebereich. Oh yeah. Jetzt sind wir schon sehr, sehr nah am Rasen. Alter, von hier hast du halt auch echt geile Plätze, ne? Wenn du ein bisschen weiter vorne sitzt, da vorne. Also die geilsten Stadion, in denen ich bis jetzt war, ist auf jeden Fall Old Trafford, Bernabeu, Camp Nou Nummer 1 und Allianz Arena. Das sind hier die allerheftigsten Plätze, denn da hat man dann genau so eine View. Ist hier Paris? Ist er nicht weiter oben? Hier sitzen die über VIPs. Hier ist abgesperrt. Kann sein, dass hier der Präsident sitzt, weil es genau mittig. Hier sieht es auf jeden Fall nochmal ein Tick edler aus als in der VIP-Area. Ich glaube, Jungs, der Präsident sitzt weiter oben. Richtig edel mit Holzboden und so. Auf geht's da lang. Jetzt kommt Kabine, echt jetzt? Ich denk schon. Digga, what the fuck? Leute, wir sind gerade ein paar Stufen runtergelaufen. Und direkt hier ist die Kabine. Die ist ja ultra nah dran. Massage liegen, der Vorderbereich. Alter, sind wir hier im Spa-Bereich angekommen? Sauna-Club oder was? Wir machen jetzt eine Roomtour durch die Real Madrid-Kabine. Let's go. Hier sind Alter, es riecht ja auch wie im Schwimmbad, richtig geil. Ronaldo mal vor dem Film immer so. Sogar deren Pissoirs sind hier aus Titan wahrscheinlich. Ronaldo vor dem Film immer so. Ja.
Ja, ja, das Wasser einfach anmachen. Die Kabine sieht schon. Das ist schon geil. Hier wärmen sich Spieler auch noch auf, Pre-Warm-Up. Barca zum Beispiel kommt ja immer sehr spät erst zum Aufwärmen raus. Die machen sehr viel auch in der Kabine. Sehr, 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 sehr geil aus. Ja, ich muss doch mal mein Barca-Trikot raustun. Okay, alle gucken mich an, Digga. Schon nice, Digga. Ich tu den bei Hazard, der würde sich entwundern, gell? Irgendwo so da drunter. Nein, nein, nein. Spaß. Ich mach das in der Instagram-Story. Also, what the fuck ist das? Hier sitzen und saßen schon ganz, ganz viele Legenden. In Barcelona muss man diese VIP-Tour buchen, um in die Kabine zu dürfen. Und die ist auch sehr, sehr limitiert. Aber hier kann man einfach so reinspazieren. Ach, das ist nach Nummern sortiert, ne? Ah, okay. Auf dieser Bank saß einfach Cristiano Ronaldo früher. Genau hier auf dem Platz von Hazard. Was in dieser Kabine alles passiert ist, Digga. Bei Krisenspielen pushen die sich auf und so. Ja, ja. Hier ist schon sehr, sehr viel passiert in dieser Kabine. Hier ist dieser Metallzaun dazwischen. Und hier das ganze Gitter auch, weil da geht's zur Gästekabine. Das kennt man ja in Bernabeu, ganz typisch. Wir laufen jetzt durch den Spielertunnel. Und wenn man hier runterläuft, hier wären jetzt zum Beispiel die Barca-Spieler. Man kann die begrüßen, aber denen halt nicht irgendwie die Hand geben. Zumindest hier noch nicht. Also das ist der Spielertunnel, Leute, von Real Madrid. Hallo Madrid. No. Genau hier. Da geht's zum Rasen hoch. Und hier ist dann Platz ohne Gitter. Ja, Ramos, ¿cómo estás? ¿Sí, todo bien? Oh mein Gott. Genau hier sind die Spieler reingelaufen, Leute. Ich brauche jetzt, glaube ich, noch mal eine Schweigeminute, um die Niederlage zu verdauen. Die war eins. Aber ja, für jeden Fußballfan ist diese Tour zu empfehlen, vor allem für Realfans. Alter, man hört die ganze Baustelle hier hinten. Ich will mich auch draufsetzen. Kann mich einer auch kurz aufnehmen? Trainer, wechsel mich jetzt mal ein, Alter. Barca neben Real. Aber die Sitze sind echt unnormal gemütlich, gell? Also hier wäre ich gerne auf der Bank. Das denkt sich Bale auch immer, Digga. Ja. Was? Sitzheizung? Stimmt. Nein. Du bist ja komplett in deinem Audi-Film. Nee, ich glaube keine Sitzheizung, Digga. Aber ist echt sehr, sehr gute Qualität. Wir gehen jetzt Richtung Gästekabine. Nicht mal vor 24 Stunden ist hier Messi vorbeigelaufen, Digga. Genau hier an diesen Steps. Hier, Leo. Batz, batz. Hier sind die gestern durchgelaufen, haben gegen die Wände gehauen und so. Das ist die Gästekabine. Man sieht halt jetzt nicht, wo Messi saß. 1, 2, 3, 4, 5. Ich tippe mal da oder so saß er gestern. Wir gönnen uns mal den Spa-Bereich von Gästen. Genau so stand gestern Messi hier am Waschbecken vermutlich. Hier kann man noch für große Barca-Jungs. Ey, aber die gönnen schon die Gäste, ne? Ja, ja, man, sogar Eistonne. Whirlpool und so, Eistonne, alles. Und hier haben die Spieler geduscht von Barca. Gibt's Fragen? Wie war das Spiel gestern? Zum Spiel möchte ich keine Fragen beantworten. Das war's eigentlich auch schon. Ich möchte aber auf jeden Fall Visca Barca loben, dass er deine Mannschaft unterstützt hat. Lass für ihn ein kostenloses Abo da, haut rein und ciao. Everybody clap!